Endlich Zeit fürs Mittagessen. Mia isst was ganz Normales. Sieht nicht besonders hübsch aus, aber dafür schmeckt's großartig. Hey Mia, schau mal, so viele Krümel. Genau, kein Essen verschwenden, das kann man auch essen. Mary isst was bei McDonald's. Das ist ganz schön lecker, wenn auch nicht immer gesund. Emma hingegen isst nur teures Restaurantessen. Aber in diesem Moment scheint sie vom Essen gar nicht interessiert zu sein. Die hat ein wichtiges Telefonat. Und sie hat ihr Essen völlig vergessen. Das heißt, dass die Mädels sich dran machen können. Mädels, aber ihr wisst schon, dass sich das nicht gehört, oder? Mary und Mia haben wahrscheinlich noch nie sowas gegessen. Wie schmeckt das überhaupt? Riecht komisch. Schmeckt ja gar nicht. Warum kostet das überhaupt so viel? Ja, das ist eklig. Ups, da ist ja die Emma. Mädels, ihr habt tatsächlich ihr Lieblingsessen ruiniert. Nun, dieser Konflikt kann nur an einer Challenge gelöst werden. Los geht's. Also Mädels, wer fängt zuerst an? Lasst es uns gemeinsam tun. Oh wow, ist das eine Pizza? Sieht so aus, als hätte Emma eine billige Version bekommen. Und was sagst du dazu, Mary? Ach du meine Güte, was ist das denn für eine Premium-Pizza? Mia wird ja gleich ohnmächtig. Hey, geht's dir gut? Ja, bestens. Na dann, schau sie dir an. Wow, ist das eine Pizza mit Muscheln? Die ist mega teuer, aber Mia findet die überhaupt nicht appetitlich. Na, das muss sie loswerden. Na, kannst du jetzt die Pizza probieren? Es wird nämlich Zeit. Also, was sagst du da zu Mia? Oh, die scheint nicht besonders beeindruckt zu sein. Wie kann so eine teure Pizza so schlecht schmecken? Aber Mia hat eine Idee. Es gibt ja schließlich noch die Kruste. Mit ein klein bisschen Soße. Mal sehen. Okay, das hat sie nicht enttäuscht. Na dann, guten Appetit, würde ich sagen. Hallo, jetzt bist du dran, Mary. Come on! Meine Lieblingspizza. Dieser einzigartige Geschmack. Was denn? Willst du die Kruste? Na gut. Die ist ja komisch. Oh Mann, ich habe noch so viele saftige Pizzastücke hier. Mit welchem soll ich anfangen? Ich nehme mir einfach beide. Oder gleich drei gleichzeitig. Warum nicht? Das war's. War köstlich. Jetzt bist du dran, Emma. Sieht so aus, als hätte Emma noch nie eine Tiefkühlpizza probiert. Na, die muss man aufwärmen, weißt du das nicht? Aha, sie hat eine Idee. Schließlich hat sie einen eigenen Chefkoch. Kannst du diese Pizza bitte machen? Dieser einzigartige Chefkoch macht die Pizza einfach auf dem Grill. Ja, was soll man sagen? Ein reiches Leben hat viele Vorteile. In 0, nichts sollte Emmas Pizza fertig sein. Mal sehen. Sieht ganz schön gut aus. Emma befolgt wie eine echte Dame alle Regeln des Etiketts. Der Chefkoch ist bereit, die Pizza zu servieren. Wow, ist das echtes Gold? Wunderschön. Das muss sicher köstlich sein. Komm schon, Emma, probier was. Was für ein saftiges Stück. Aber das scheint nicht gerade ihr Leibgericht zu sein. Wie auch immer. Mary kann es kaum erwarten, ihr Gericht zu sehen. Das sind Nudeln. Die sehen gar nicht schlecht aus. Mia läuft da schon das Wasser im Mund zusammen. Nun, Mary, probier was. Sie wickelt ein paar dieser Nudeln auf die Gabel. Etwa so. Und jetzt kauen. Sieht so aus, als würde Mary der Geschmack nicht besonders gefallen. Wobei, sie braucht einfach eine Soße. Gut, dass sie immer ein bisschen Ketchup mit hat. Oh ja, mit Ketchup schmeckt nämlich alles besser. Ketchup scheint aber nicht raffiniert genug für Emma zu sein, die an Luxus gewöhnt ist. Vorsicht, Mary. Mia scheint ganz schön hungrig zu sein. Na, was sagst du zu diesen Nudeln? Oh ja, die schmecken so um einiges besser. Emma scheint das gar nicht zu gefallen. Mann, ist das lecker! Tut mir leid, Mia, aber leider habe ich nichts mehr übrig für dich. Los, öffne dein Gericht.
Mal sehen. Wow, was ist das denn? Schwarze Meeresfrüchte-Pasta? Ja, aber wir haben jetzt schon gelernt, dass Mia kein großer Fan von Meeresfrüchten ist. Was ist denn los, Emma? Ach so, du wolltest dieses Gericht. Nun mal sehen, was du bekommst. Aha, das sind wohl Instant-Nudeln. Das ist wohl nicht das, was Prinzessinnen essen. Schwarze Meeresfrüchte-Nudeln wären viel besser gewesen, nicht wahr? Aber du kannst doch sicherlich noch einen Ausweg finden, oder? Natürlich. Hey, Mia, wie wär's denn mit diesem Deal hier? Oh, anscheinend haben die Instant-Nudeln ihr viel mehr gefallen. Ja, so sind eben alle glücklich. Jetzt kann Emma ihre Lieblingsnudeln mit Meeresfrüchten genießen. Richtig gut. Super. Und Mia genießt ihre Nudeln. Und Mary? Mary nimmt sich einfach das Geld. Was soll ich sagen? Jeder ist hier glücklich. Sieht so aus, als wäre Emma bereit, ihr Gericht als Erste zu öffnen. Na, mal sehen. Ist das etwa Pulverkaffee? Das ist das erste Mal, dass Emma sowas sieht. Ja, da braucht sie definitiv Hilfe. Und Mia wird ihre Erfahrungen teilen. Ich brauche dein Glas. Ich werde es dir zeigen. Du öffnest die Tüte, schüttest den Inhalt ins heiße Wasser. Jetzt umrühren, das war's. Was für ein Duft. Das ist mein Lieblingskaffee. Hier bitte sehr. Dein Getränk ist fertig, Emma. Probieren wir mal. Der erste Schluck. Oh, dieser Kaffee scheint Emma gar nicht zu gefallen. Tja, unsere Prinzessin trinkt sowas eben nicht. Tut mir leid, meine Liebe, aber das musst du austrinken. Schließlich sind das die Regeln der Challenge. Aber schließlich sind ja Regeln dazu da, um sie zu brechen, nicht wahr? Oh, Hallöchen. Das muss ich loswerden. Ich bin fertig. Was für ein guter Kaffee. Wow, ist das ein Cappuccino von Starbucks? Das ist mein Lieblingsgetränk. Ich kann es kaum erwarten, es zu probieren. Was für ein guter Geschmack. Ich könnte gleich 5 Tassen davon trinken. Hey, Mia, dein Kaffee wartet auf dich. Mal sehen, was ist das denn? Wahnsinn, was für eine schicke Portion Kaffee. Alles ist so golden und exquisit. Mia, sag mir, hätte das sein müssen? Ups. Oje, arme Mary. Na, wie auch immer, jetzt machen wir uns an den Kaffee. Mal sehen. Oh, was für eine gute Schokolade. Mit einer zarten Creme da drin. Und was ist das? Zimt? Oh, Mia, ich glaube, du hast es übertrieben. Okay, was kommt jetzt? Kaffee. Voll lecker. Sieht so aus, als hättest du von diesem goldenen Kaffee jetzt goldene Zähne. Und was ist das? Ein Glas Wasser? Okay. Na, Wasser ist immer gut. Und außerdem richtig gesund. Nun, was haben wir hier? Burger. Wow, Mary hat einen billigen Burger. Aber billig bedeutet nicht immer schlecht. Oh, dieser saftige Burger hier gehört mir. Was ist das denn? Ein goldener Burger? Ja, für ein goldenes Mädchen. Oh je, ich glaube, Mia ist ganz schön hungrig. Ja, das kann ich nachvollziehen. Scheint ein richtig guter Burger zu sein. Die hat ihren Burger ratzfatz verschlungen. Also, wie schon gesagt, Tischmanieren sind nicht wirklich ihre Stärke. Ah, das kann man ja noch essen, oder? Aber beim nächsten Mal solltest du einen Zahnstocher benutzen. Ups. Jetzt bist du dran, Mary. Dieser Burger ist ja richtig blöd. Wobei, Moment mal. Ich brauche einfach ein bisschen Ketchup und Senf. Die machen nämlich alles besser. Wow, das schmeckt ja gleich viel, viel besser. Richtig lecker. Köstlich. Mia, das ist der beste Burger, den ich je gegessen habe. Emma, und jetzt bist du dran. Okay. Emma ist bereit, ihren goldenen Burger zu probieren. Aber hier fehlt noch was. Natürlich. Jetzt wird der Diener bringen, was du brauchst.
Einen goldenen Burger muss man natürlich in goldenen Handschuhen essen. Bye bye. Ja, jetzt kannst du gehen. Vielen Dank. Oh, wow. Die sehen richtig gut aus. Wow. Na dann, guten Appetit. Was für ein exquisiter Geschmack. Ja, dieser goldene Burger verdient es, auf Emmas Speisekarte zu stehen. Die Mädels sind einfach nur neidisch. Diese Handschuhe haben ihren Zweck erfüllt. Emma braucht sie nicht mehr. Aber die Mädels scheinen sich darum zu streiten. Aha. Mädels, lasst uns herausfinden, was euch als nächstes erwartet. Hey. Aha, das ist wohl ein Donut. Ja, Mia freut sich total. Ein ganz einfacher Donut. Hauptsache, dass er auch gut schmeckt. Na, gefällt er dir? Oh ja, Mia scheint ihn so richtig zu genießen. Ja, wie auch immer. Weg ist der Donut. Na, wer kommt als Nächste dran? Hey, you! Come on! Okay, mal sehen. Moment mal. Dina! Oh ja, vielen Dank. Jetzt kannst du wieder gehen. Danke, dass du mir mein Lieblingsgoldbesteck gebracht hast. Na also, ein Stück abschneiden. Das ist so gut. Und diese wunderbare Creme. Und der Zuckerguss. Einfach viel zu gut. Was ist das denn? Oh, Mädels, das ist nicht wirklich fair. Gib mir sofort dein Handy und öffne dein Gericht. Wow, was für ein wunderschöner goldener Donut. Der ist einfach mit Gold überzogen. Wow. Köstlich. Das ist wohl der Fall, wo das Gericht nicht nur hübsch ist, sondern auch noch richtig lecker. Wow, und schon ist der Donut in Marys Mund verschwunden. Normalerweise kauen Leute, aber nicht diesmal. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also dann, tschüssi, tschüss.